Hallöchen Leute, und da sind wir auch schon wieder mit der nächsten Wurm-Session. Nee, nicht Session. Wieso sage ich immer Session? Mit der nächsten Wurm-Folge. So, ha. So rum wird ein Schuh draus. Mahlzeit. Hallo. Servus. So, jo, was machen wir? Was machen wir? Wir schmieden. Ja. Wie die Bekloppten. Ja, wir sind gerade auf der Jagd nach hier, nach Essen. Mhm. Und die beiden Herrschaften haben in der Aufnahmepause übrigens ihre Leiche wieder gefunden. Also, alles gut. Alles top. Ja, Micke, kommst du mal von oben runter? Komm mal Richtung... Ist nur Otto. Hier unten, Nick. Komm mal runter, bitte. Oh! Alter, ich hab grad... Ich hab grad mit den Blutspritzen sehen gehabt. Ich hab grad, du bist schon erschossen von hinten, ey. So rot, dass er dich spritzt, ey. Haben wir doch vielleicht aus Versehen umgelockt auf DayZ, oder wie? Ich weiß nicht, also. Das sah gerade so richtig komisch aus. Da kam so runtergerannt vom Berg, auf einmal sägt er nur oben so auf Hals, also so Schulterhöhe, auf einmal ein bisschen Blutspritzen. Ah ja. Animiert. Blutspritzen. Oh. Ja, bist auf die Fresse gefallen vom Berg, oder? Du hast deinen Fuß gebrochen? Ich sag mal so, dafür, dass du deinen Fuß gebrochen hast, steht's verdammt noch richtig gut. Wir gehen hier links lang, ne? So ein bisschen tiefer unten. Ich dachte, wir wollten um den Berg. Ja, geradeaus ist ein Berg, geradeaus ein bisschen Wolf voraus. Hinter mir? Wo bist du? Ich sehe schon wieder, komm, ich darf euch schon wieder aus dem Boden abkratzen. Nein. nein. Oh, das ist Wolf, den machen wir erstmal Platz. Lauf ich denn jetzt so langsam? Ta. Weil du einen Fuß gebrochen hast. Warum laufe ich so langsam? Ach, jetzt laufe ich wieder schneller. Ja, wir sind gerade durch Teer gelaufen. Das klebt doch ein bisschen, das Pech. Ach so, ja, gut. Oh, ich stehe schlecht. Weit weg bin ich. Auch nicht gut. Ja, du musst immer ein bisschen warten, bis sich das dann normalisiert beim Kampf. Als ganz gute Faustregel ist eigentlich immer so ein bisschen mehr als eine Armlänge. Sagen wir so anderthalb Armlängen. Armlänge ist richtig, ja. Ja? Oh, was ist Armlänge Abstand. So, jetzt ist es richtig. Hör mit, nee, wir werden jetzt nicht politisch, hör bloß auf. Nein. Was ist denn hier los? Muss ich ja nämlich durchdrehen. Oh, Wolf. Essen. Ich pack alles ein. So, mach mal. Ich buddel den ja gleich hier runter und dann geht's los hier. Bui. Komm aber, glaube ich, hier hoch. Mücke, also ich würde nicht mal den Steilenberg hochlaufen, ne? Ich guck mal kurz auf der Karte. Und wir können. Aber hier sieht das ziemlich flach aus. Das sieht woanders auch immer flach aus. Also. Aber ich geh mal. Wir gehen mal rüber über den Bergkamm hier. Ciao. Nee, doch. Also das sieht hier ganz gut aus, hier können wir drüber laufen. Dann machen wir das auch. Doch, ich hoffe. Und hier geht's dann auch wieder runter. Naja, das ist, ich sehe dich gerade nicht, aber ich hoffe, wir werden uns auf der Rückseite wiederfinden irgendwo. Als Wasser. Oh, Wasser ist immer gut, ja. Oh, ich hab einen Bullen. Cool. Ja, gleich mitnehmen, du hast deinen Rope wieder, oder? Ja, ich hab meinen Rope wieder, ja. Gut. Da ist ein Gockel, was ist das? Da ist ein Dingenswurmster. Das ist ein Hirsch. Oh, das sieht sogar richtig weiß aus. Oh, Pferde. Sieht aus wie ein Reh. Eins fehlt uns noch. Pferde sind auch gut. Kriegt ja doch wieder sein Porsche, wa? Aber wir haben nur einen Rob. Oh, hier sind ganz viele Pferde auf der Rückseite, das ist gut. Ja, das ist gut zu wissen, auf jeden Fall. Aber ja, nicht so fix, kann ich vielleicht die Säge mal bauen? Gibt's ja nicht. Mag ich mir eigentlich, warum ich, kein Rob habe. Weil du gestorben bist und deine Leiche nicht aufgesammelt hast. Ja, stimmt auch wieder. Mhm. Tame, ne? Nein, Lead. Lead. Tame ist zähmen. Jetzt erstmal eine Erdbeere. Ich krieg die letzte Säge nicht hin, ich kotz gleich. Okay, ich habe jetzt einen Bullen an der Leine. Sehr gut. Na also, geht doch. So, den hier wieder verbinden und so. Digga, wolltest du noch ein paar Pferde mitnehmen? Pferdefleisch? Achso, Metzeln, ja, das können wir machen. Pferdebuletten. Mmh, lecker.
So, dann machen wir doch jetzt mal hier Ad Group. So, das stört ihn wohl dann allein, aber nicht, wenn ich da jetzt metzel, oder? Nein, der ist nicht so sensibel wie du. Solange wieder Panzer nicht kommt, dann geht das schon hier. Dann jetzt mache ich noch eine neue Gruppe hier für die fertigen Tools. Fertige Tools. Nein, nicht Holz, sondern Tools. So. Okay, das war schön. Das ist markiert und. Was haben wir da drin? Wir haben. Den Pelz. Was kommt noch in die Gruppe? Ja, erstmal nur der Pelz. Gut. Oh, ich habe Moment of Inspiration. Das ist immer gut. Ich batsche erstmal eine Runde. Jo, batsche, batsche Kuchen. So, open. Oh, das gab mal Fleisch, wa? Was, wie? 1,2 Kilo? So, du hattest einen Moment of Inspiration? Hast du irgendwas Rares gekriegt? Ja. Was denn? Eine Kupfermünze. Ja, ja. Die hab ich auch schon bekommen, ich verkauft. Wollen wir wirklich jetzt alle Pferde hier töten, oder? Haben wir das noch mit hier, oder? Ah, ich fand das auch gerade sehr, sehr wenig im Endeffekt, weißt du, das... Das, was daraus gekommen ist. Bist du endlich bei dir bequem oder? Ja? Ich rutsche runter. Ja, musst du dann Climbing anmachen. Das könnte helfen, ja. So, eine Sichel. Boah, ich mache hier gerade. Ich mache hier gerade Tools am Fließband. Wie am Fließband, der ganze Schmarrn. Möchtest du wieder schneiden, oder? Ich mach schon. Oh, der hat aber gut was drin gelassen. Boah, hab ich schon mal erwähnt, dass ich Waffenschmieden hasse? Gut, dann lass uns mal wieder zurückdumpeln. Jo, ich buddel den schnell runter und dann... Können wir doch mal gucken, vielleicht habe ich ja irgendwo eine Affinität. Oder kommt er auch mit? Jo. Da haben wir überhaupt was, wo wir den dann gleich reinsperren können? Klar. Jungs, ich habe meine Affinität gefunden. Wisst ihr welche? Welche? Milking. Ich habe besonders guten Skillgain im, ja, im Milken. Im Melken, jetzt hat's. Toll, super. Ah, hier ist ein Roaster. Ganz grandios. Hört er, wie ich den Kopf schüttel? Na, was für eine Berufung, ne? Ja, oh. Super. Der Schmied hat eine Affinität im Melken. Das hat auf jeden Fall was mit deinem Beruf zu tun, oder? Ja, ja. Wo hast denn du gemelkt? Ja, bisher noch gar nicht, aber der Skill ist trotzdem schon freigeschaltet und ich habe gerade gesehen, dass ich da eben eine Affinität drin habe. Und komme gerade dezent verarscht vor. Burri. Nicht ein Händel, sondern Shaft, genau. So, er ist. Wo ist jetzt die Mücke hin? Richtung weggeflogen. Nach Hause. Da oben ist noch ein Wolf. Ich mit den alleine schnappe. Aber ich sag mal so, mehr zu sterben kann ich ja nicht. Das stimmt, ja. Ich bringe jetzt auf jeden Fall den, wie taufe man dich denn? Paslon. Horst Kevin. Horst Kevin? Cool. Horst Kevin bringt Kids nach Hause. Horst Kevin. Mamma mia. Geht wahrscheinlich mehr um den Namen Kevin als alles andere. Ach du, die Kombination aus Horst und Kevin ist wirklich, die ist Killer. Da haben sie auf jeden Fall die Eltern sehr viel Mühe gegeben dafür.
Ja. So, was ist denn da los? Komm, mein Wolf. Ich mach dich Messer. Mach dich Messer? Du bist auch zu viel in deinem Ghetto da unterwegs, Kanat. Oh! Er ist umgefallen. Und wenn ich nach Hause komme, brauche ich jetzt mal Messer. Brauchst du wieder einen Onkel-Doktor? Jesus. Wie kaputt seid ihr denn diesmal? Weil ich habe jetzt nämlich keine Healing-Covers mehr. Ach, ich hab nur leichte Wunde. Das heilt allein. Also ich habe überall ein bisschen. Okay, ja, überall ein bisschen ist kein Problem. Also Kopf, dann der rechte Arm und der rechte Fuß sind noch heil geblieben. Der Rest ist im Arsch. Der Rest ist kaputt? Die sind unberührt. Na dann. Ja, aber guck mal, jetzt mal sehen, bis wieder da runter gesprintet ist, weißt du? Achso, das ist auch vom Berg auf die Fresse gefallen, hat sich überall wehgetan. Ich denke mal schon, also das hat den schon auch damit. Was? Und wir können ja auch nochmal zur Schildkröte hingehen, weil die hat. Oh, noch ein Roster. Noch ein Roster. Genau, gehen wir mal nochmal zur Schildkröte. Ich würde gerne nochmal Hallo sagen. Ich auch nicht. Aber erstmal mache ich den Rosterplatz hier. Guck mal, ich hier noch einen grünen Fuß kriege. Schön dämmisch, ey. Oh, erst was ist der Hahn? Batscher. So, dann haben wir das hier. So, Jack, guck doch mal, ob wir ein angemessenes Plätzchen für Horst Kevin haben. Nee, ein angemessenes Plätzchen für Horst Kevin haben wir noch nicht. Aber wir haben ein angemessenes Plätzchen vor dem Karren. Dann kann er zumindest nicht weglaufen. Wollte ich kann auch sein, dann kann er uns nicht abhauen, ne? So, was haben wir hier? Und wenn du Horst Kevin da so loslässt, dann läuft er weg. Dann geht er einfach. Ja, einfach gehen schon. Darf er nicht. Das nein. Gar nicht. Nee. Er kann später gehen. Aber nur von unten nach oben. Wenn seine Seele seinen Körper verlässt. Zur Not helfen wir nach, ne? Ja. Kein Problem. Bleibt nicht aus. Ich werde es mir schmecken lassen. Schönes, saftiges Horst Kevin Steak. Bin ich dabei. So, Hatchets fertig. Ja, jetzt fehlen uns auf jeden Fall Handles. Auf jeden Fall muss ich mal, wenn ich die Karren habe, mal hier hinten hinfahren. Hier gibt es wunderschönes Holz, so wie Lindenholz ohne Ende. Birken gibt es auch hier wunderschön. Schöne Fichten gibt es hier. Ja, so baumäßig haben wir tatsächlich ein bisschen Vielfalt hier. Ja, wir haben nur Olive vor der Haustür größtenteils. Vor der Haustür ist nur Olive, das stimmt. Aber hier außenrum ist eigentlich alles Mögliche. Fichte haben wir. Aber auch Tanne haben, habe ich gesehen. Ach, wir haben alles da. Also an Holz wird es uns nie fehlen. Nee. Aber das ist im Wurm irgendwie generell so. Das Einzige, wenn du wirklich in der Tundra siedelst oder im Dings, also ich hab zum Beispiel bei Wurm Online, als ich das LP gemacht habe, habe ich tatsächlich ab und an Holzmangel gehabt. Weil ich nämlich, weil ich wirklich in der Tundra war. Wir haben das nur später alles dann zu Gras langsam aber sicher gemacht. Hm. Aber in der Tundra wachsen halt keine Bäume. So, guck mal, Horst Kevin. Na komm, hier ist dein neues Zuhause. Gleich an den Karren. Los, schufte! Na komm mal mit, Horst Kevin. Das wird komm. Das wird der neue feilen. Arbeitsplatz sein. Oh. Stimmt. So, wie mache ich den jetzt an den Wagen? Rechte Maustaste drauf und dann Hitch. Dann guck mal, Horst Kevin, schön, ne? Ganz in Karren ziehen, fein, ne? Ach, der ist sogar noch Adolescent, cool. Der ist ja noch relativ jung. Klar. Ich gucke mal, ob er das auch kannst hier schon, ne?
Ja, fein, Horst Gavin. Ja, super warst du das. Sollen wir euch beide alleine lassen? Nein, das ist noch. Soll ich euch ein Hotelzimmer bauen? Oh. Jetzt wird's dann doch langsam. Ja, seltsam. Nennen wir es mal seltsam. Ja. Fragwürdig. Aber wir einfach nur aufpassen, ne? So, wäre schön, wenn du mal ein bisschen Essen machen könntest, dann auch. Jo, da was war zum Essen? Jo. Brauchen alle was zum Essen. Ich wurde gerade nochmal. Was soll ich denn jetzt hier mit dem Fett und den ganzen Mobs-Zeugs machen? Einfach reinschmeißen in der Kiste. Einfach in der BSB rein. Also Meat kannst du hier ins Fass tun und alles, ja, was Food ist, kannst du in die FSB reinklatschen. Und den Rest packst du in eine BSB. Ja, Pickaxes sind fertig. Wie schaut's mit dem Feuer aus? Okay, läuft noch. Gut, dann koche ich jetzt mal schnell nebenbei was. Was haben wir denn an Zeug und Fleisch? Und da ist ja richtig was. Fleißig, ne? Ja. Muss ich neidlos anerkennen. Ja, wir sind nicht so wie du, die ganze Zeit in der Schmiede rumsitzen. Ja, nur in der Nase bohren, ja, ich weiß schon. Arsch. Ja, wahrscheinlich, ne? Also, ja. Ich meine mal, wir haben uns auch mit der Schildkröte angelegt. In der Nase. Haben natürlich, Erfahrungen nur gesammelt. Kampferfahrungen, dass man sich mit der Schildkröte nicht anlegen sollte. Gerade wenn sie eine Zähne wahrscheinlich bekommen hat oder so. Du, die hätte euch auch ohne Zähne fertig gemacht, keine Sorge. Ja, das kann echt gut sein, ne? Ja. Boah, also denk mal, wenn man so eine Schildkröte. Da ist ja Platz in der Schmiede. Man sagt, man die Schildkröte tamen könnte, das wäre auch noch ein geiles Ding. Die kannst du tamen. Packen wir das Geld auf die Bank, wa? Ich glaube schon, dass man die tamen könnte. Schauen wir mal, Torte ist. Domitable, no. Aber tameable, ja. Okay, cool. Oh, ich weiß nicht, ob wir das noch bei dir einkriegen sollten, weil ich meine, die ist bestimmt sauer auf uns. Ja, das ist wurscht, die ist generell sauer, wenn du in die Nähe kommst. Jetzt schau ich mal. Oh, Shell, gibt's nichts zu finden. Menno. Hab schon 20 gefunden. Kupfer in der Bank. Jawohl, hab ich auch. Ich hab mal eine andere Münze gemobst, ja? Ja, könnte man so sagen. Ja, die hab ich mir gemobst, weil ich auch Dings machen wollte. Den Namen von dem Deed ändern wollte und da hat er ja irgendwie, warum auch immer, Geld von mir verlangt. Was hast du denn hier schon alles fertig? Noch gar nichts. Also wirklich fertig ist noch nichts. Ich hab das meiste Zeug schon, also die meisten Tools schon fertig gecraftet, aber noch nicht verbessert. Dann nehme ich die Pickaxe noch weiter von mir und dann hole ich noch ein bisschen Eisen. Jo. Eisen brauchst du noch, oder? Ja, Eisen brauche ich immer mal wieder. Wirst du wahrscheinlich. Worte, Sprache, okay, 1, 2, 3, jetzt geht's wieder. Wirst du wahrscheinlich noch in die BSB reinpacken müssen, weil die Schmiede ist gerade so unendlich voll, einfach nur. Vielleicht nimmt dann Horst Kevin mit. Genau. So, ich mache jetzt mal ganz kleine Meals. Damit wir da auch möglichst viele rauskriegen. Und damit die nicht alle direkt vergammeln. So, hier eine Kartoffel. Kloppen da schon wieder. Hey. Wolf ist mir in den Weg gekommen. Der hier und der hier. Und mir fällt gerade auf, warum mache ich eigentlich Meals? Ich könnte doch viel besser was anderes machen. Warte mal, Kasserole war in der Pottery Bowl, glaube ich. Die sind nämlich viel besser für den Anfang. Yo, in der Pottery Bowl. Gut, dann ist hier so typisches Wurm. Jetzt werde ich erstmal wieder was anderes machen, bevor ich weitermache. Und er ist gleich tot. Oh, und er ist tot. Ja, super. Ja, Clay. Und hier kommt die Hand rein.
Nicht verbuddeln. Ich muss erstmal batschern. So, was ich jetzt mache, ich baue eine Clay Bowl, die ich dann später härten kann. In der Schmiede und da drin kann ich Kasserole bauen. Die kommt normalerweise mit besserer Qualität raus. Und dann schauen wir mal, ob das auch tatsächlich so funktioniert. Ja, bestimmt. Ich gehe davon aus. Aber ich kann es natürlich nicht mit Gewissheit sagen, ob da was Gutes rauskommt. So, aber an dieser Stelle machen wir mal ein Päuschen. Schon wieder? Ja. Da haben schon wieder die 20 Minuten rum. Ja. Gut, na, dann sehen wir uns wieder. Jo, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Alles klar, Leute. Servus. Tschüss.